Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bioshock Infinite. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier eine Gondel gesichert, die uns zum Luftschiff bringen soll. Es gab wieder die ein oder anderen Kämpfe und ja, jetzt sind wir hier oben angekommen. Mal schauen, ob wir hier friedlich an Bord gehen können oder ob irgendjemand wieder irgendwas dagegen hat. So, okay, wir können eigentlich direkt hier schon die Waffe wechseln. Ich hätte die ja schon gerne dabei, aber ich würde doch schon gerne auf eine Waffe wechseln, die man auch nutzen kann. Bitte sehr! Danke! Oh Gott, bin ich schon runtergeworfen. Das ist leider alles. Das ist leider alles, ja. Nee, reicht doch. Hauptsache, wir haben es geschafft. Gut, viel mehr scheinen nicht zu kommen. Schauen wir uns hier mal um. Präzisionsgewehrmunition. Hier ist nichts drin. Hier eine Aktentasche mit ein bisschen Geld. Gibt es noch ein bisschen Salz, das ist sehr gut. Ich glaube, ich habe damals nicht mal annähernd so viel wie die Fähigkeiten benutzt, die er hier halt hat. Vielen Dank. Nur wenn ich halt musste. Dabei sind die super praktisch im Kampf alleine schon, um die Gegner kurzfristig zu paralysieren. So, gucken wir uns mal kurz das kleine Filmchen hier an. Das sind schon immer sehr kurze Dinger. Also die bauen hier die dicksten Luftschiffe und die krassesten Roboter und solche Automaten, die mit einem reden können. Aber für lange Filmchen reicht es leider nicht. So, okay. Hier vorne liegt noch irgendwie Zuckerwatte rum, oder was ist das hier? Ja, genau, Zuckerwatte. Und das ist doch die Dummdödelpuppe? Keine Ahnung, es gab ja den Schlaumeier und den Dummdödel oder irgendwie so ähnlich. Wahrscheinlich erinnere ich mich falsch und ich bin eher der Dummdödel. So, gut, tauschen wir mal einfach hier. So, nehmen wir mal den Karabiner mit. Oder wir tauschen gleich hier vorne gegen das Maschinengewehr. Mal schauen. So, mal gucken, ob wir irgendwas boosten können. Hauptsächlich Panzerfaustboost. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust drauf. Den Magazinvergrößerung für die Panzerfaust. Schadensboost für die Pistole. Haben wir den nicht schon mal gemacht? Ich glaube, ich nehme das hier mal mit. Dann reicht das. Schadensboost für die Präzision. Das muss erstmal reichen. Das brandneue Schockjockey. Wie auch immer das funktionieren soll. So. Nee, da sind wir, glaube ich, mit dem Karabiner besser dran. Weil wir dann auch noch so ein bisschen so ein Gemisch zu einer Fernwaffe haben. Ich bin immer noch skeptisch. So, hier ist ein Gesundheitskit drin. Mann, so kannst du die nicht zwischenlagern. Hm, Elisabeth? So. Oh, hier, guck mal. Oh, das traurige Lamm. Und der falsche Hirte, der wir sind. Also, das ist praktisch. Elisabeth, das ist ein Familienfoto von uns beiden. So, gut. Dann drücken wir mal einmal auf den Knopf. Und weiter geht's. So, man nennt sie also den falschen Hirten. Und dich das Lamm. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir aus. Was denken Sie, woher die wussten, dass sie kommen? Entweder die haben einen Propheten in ihren Reihen. Haha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. So. Ja, das ist natürlich die Frage. Wir haben auch dieses komische Brandzeichen, wo keiner genau weiß, wie wir daran gekommen sind. Das könnte von den Schuldnern herkommen, also von den Gläubigern, bei denen wir Schulden haben. Könnte man annehmen, also. Oh nein. Deswegen bin ich mir nicht so sicher. Es steht ja auch, sie erkennen ihn an dem Zeichen auf der Hand oder so. Man weiß es nicht so genau.
Ich mag den hier nicht. Bewegt er sich? Ne, bewegt sich nicht. Okay, hier gibt es wieder mal ein Update. Was nehmen wir denn diesmal? Erhöhte Salzkapazität. Ich glaube, ich gehe jetzt mal hier rauf. So, bisschen mehr Schild. Kann auch nicht schaden. Ist ja eigentlich auch, ob du jetzt Gesundheit oder Schild nimmst, ist ja im Prinzip das Gleiche, nur dass das Schild vielleicht ein bisschen effektiver ist, weil es sich nach dem Kampf wieder regeneriert. Nachteil ist natürlich, du kannst das Schild nicht während des Kampfes wieder aufladen. Da ist die Gesundheit natürlich dann besser. Gut, Bereich verlassen. Alles okay? Ich will Paris sehen. Ich will alles sehen. Tja, das kannst du jetzt auch. Es gibt niemanden. Moment, was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Ich hatte Schulden. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Das hat er doch eben schon mal erklärt. Aber gut, trotzdem ist es nochmal zusätzlicher Betrug. Ich vielleicht dann nicht mit gerechnet hätte, dass er das halt wirklich macht. Hey, Elizabeth, alles wird gut. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Wir können... Au, das hat gesessen. Aber verdient, muss man so sagen. Okay, da hinten. Höhe 6. Ja gut, da war eine kleine Personalakte von uns, aber ich hatte keine Zeit, jetzt großartig viel davon zu lesen. Fliegt sie mit uns hin? Nein. Was? Ist sie wieder zu Hauptstadt zurückgegangen oder was? Nee. Okay. Achso, sie hat die Rebellen gerufen, wahrscheinlich. Und da gibt's schon die nächste Watschen. So, nur die Frage, warum die uns am Leben lassen. Die frische Luft hat geholfen, der hier ist wach. So, so, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst musst du der Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Au. Ich muss Elizabeth finden, bevor es zu spät ist. Die Klage, die ich von Arbeitern am häufigsten höre, ist die, dass sie mit ihrem Los unzufrieden sind. Was quält ihr euch, frage ich? Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet ihr das wollen? Wer will schon all die Verantwortung und Sorgen? Macht schön eure Arbeit, esst euer Essen und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit. Naja, gut, im Prinzip hat er ja nicht ganz Unrecht. Wenn man mit wenig zufrieden ist, hat man auch wenig Sorgen. Allerdings ist das die Sklaverei und das ist nicht so unbedingt das, was man sich darunter vorstellt unter einem schönen, sorglosen Leben. Gerade vor allen Dingen, wenn man gesehen hat, wie die Steine geklopft haben und dann diese logischen
Wachmänner hier überall. Dies ist privater Grund. Wenn du Ärger suchst, stehe ich liebend gern zur Verfügung. Ja gut, ne, das wollen wir jetzt mal erstmal nehmen machen. Ich meine, der ist wahrscheinlich auch ein frustrierter, unterjochter Arbeitersklave und ja, der muss sich halt durchsetzen. Das ist eine harte Welt, ne? Und da muss man ja nicht sinnloserweise Streit vom Zaun brechen. So, schauen wir mal hier. Von das hier auf. Also hochtechnisiert und die Leute müssen noch auf Knien die Bohlen und die Dielen hier wischen. Das ist auch ein bisschen sehr seltsam. So, die sind hier fleißig, die nageln hier im Takt die Kisten zu. Wenn sie natürlich nicht versklavt werden und so, wäre es vielleicht ganz schön. Einige sind unzufrieden mit ihrer Rolle hier bei Fink Industries. Aber ich sage euch, jedes Lebewesen... Die Bürgerin hat sich hier umgetrieben, wollte weg von hier. Hätten sich die Pharaos in Ägypten auf ihre Pyramiden stellen können, hätten die Israeliten nicht die Steine dafür gemacht. Hätten die Industriekapitäne Bahn fahren können, hätten die Chinesen nicht die Schienen gelegt. Also... Kopf hoch! Die Geschichte wird auf dem Rücken von Männern wie euch erbaut. Hier ist wieder Jobverkehr ausgelaufen. Aber eine Flasche ist noch voll. Gut, wir gehen erstmal hier durch. So, anscheinend ist Elizabeth hier durchgekommen. Also folgen wir ihr mal. Hau bloß ab, du Drecksgöre. Willst du wissen, was wir mit hübschen, blinden Passagierinnen machen? Oder nicht? Hey! Hey, jetzt warte doch mal! Gehen Sie mich! Gehen Sie weg! Okay, die waren wenigstens noch so fair und haben es nicht direkt gemacht, was Hunde da erzählt hat. Also... Ich will bloß mit dir reden! Sie sollen weggehen! So. Elizabeth! Jetzt warte doch! Ich bin nicht sauer auf dich! Vorsicht! Weg da! Aus dem Weg! Ich werde nicht mitkommen. Geh nicht da rein! Ich habe keinen Bedarf an Leuten wie Ihnen. Nein, nein, nein! Nein! Loslassen! Wir haben sie! Die ist hier noch irgendwo. Oh Gott, es muss einen anderen Weg geben. Angeforderte Truppen sind unterwegs. Passt auf sie auf. Wir haben und wir kommen raus. Seid endlich still! Jetzt Comstocks Leute sie abholen! Endstation für euch sind sie. Ugh!
So. Alter. Vorhut! So. Bisschen davon nehmen wir noch. Macht ihn kalt! Dann müssen wir da oben rein. Ich nehme an, die Tür ist zu. Munition als wir mit der Schrotflinte vielleicht? Tatsächlich, ein bisschen mehr. Okay, so. Was haben wir hier denn noch? Scharfschützengewehr, das gefällt mir sehr, sehr gut. Das würde ich vielleicht noch lieber mitnehmen als dieses Salvengeschütz. So. Dann nehmen wir das mal mit. Oder? Ich bin mir nicht so sicher. Wer braucht Konkurrenz, wenn er Qualität hat? Mal hier gucken. Option für... Auch auffüllen. Ah, Revolver, okay. Es gibt also. So. Und ein Salz, so. Und das muss jetzt erstmal reichen. Was gibt's hier? Ein Bronco. Hat die Fähigkeit, Schwebeeffekte von einem Gegner zum nächsten überspringen zu lassen. Schaffenskurshilfe? Nee, das ist doof. Okay, so, anscheinend haben wir Elisabeth jetzt gerettet. Dann müssen wir wahrscheinlich hier noch durch. Sie werden aufhören! Ich werde nicht mitkommen! Elisabeth, warte! Sie wird doch den Riss gleich wieder schließen. Oder so. Wo immer sie dann da durchgekommen ist. Boah. Mist, wir hätten doch den Salvenschutz mitnehmen sollen. Damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du, Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Und ein Gauner. Aber ohne Sie komme ich niemals nach Paris. Okay. So sieht man, haben wir jetzt eine Zweckgemeinschaft.
Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck, mehr nicht. Dass Sie mit Ihrem Los unzufrieden sind. Was quält Ihr euch, frage ich. Eine Kuh kann kein Löwe sein. Und warum solltet Ihr das wollen? Wer will schon Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Macht schön eure Arbeit. Der ist ein bisschen übermotiviert, oder? Und geht schlafen. Einfachheit ist Schönheit. So, okay. Kann man nichts machen? Ich würde sagen, bevor wir herausfinden, was in außerhalb von Finkens Docks so passiert, machen wir hier eine kleine Aufnahmepause und sehen uns dann direkt übermorgen wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich meine, den Mr. Handy, den wir gerade gesehen haben, den werden wir bestimmt nochmal wiedersehen. Und ich bin echt froh, dass der Kampf jetzt nicht gerade gekommen ist, weil dafür hätten wir die falschen Waffen gehabt. Aber so können wir uns da ein bisschen drauf vorbereiten, dass das jetzt gleich mal irgendwann mal passiert. Und ja. Okay, bis übermorgen. Ciao.